Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns. In der Realität sind wir jetzt wieder und schauen uns hier mal etwas um. Wir scheinen auf einer Art Marktplatz zu sein. Oh, Milord. Hallo. Mit sehr, sehr hässlichen Menschen auf jeden Fall. Na, Ohren aufgesperrt. Yo, hab mich umgetan. Momentan nichts zu machen. Wimmelt nur so vor Polypen da seit den dreckigen Morden. Wer war's denn? Wenn du sowas wissen willst, dann frag jemand anderen. Ist da heute jemand empfindlich? Bin doch nicht ein Hündchen. Kannst selber scheiß Laubbursche spielen. Alles klar, die Herren hier unterhalten sich. Moment, ich muss mal kurz. Hätte ich vielleicht schon ein paar Parts vorher machen sollen. Aber ist egal, falls das geht. Kann das bei Audio sein? Untertitel an? Ja, hatte ich doch an. Na egal. Okay. Dann wird das nur wahrscheinlich bei den Gesprächen nicht aktiviert. So. Die Frage ist, wo müssen wir lang? Und wo nicht? Was ist denn hier los? Ein Begräbnis. Wer ist gestorben? Sind Sie gestorben? Sir? 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 Sind Sie vielleicht tot? Sir? Sir? Sieht auf jeden Fall sehr unlebendig aus. Ja, er steht da wie eine Statue. Er ist wahrscheinlich innerlich einfach schon tot. So mit Beton ausgegossen. Hallo, mein Lord. Du siehst echt... Jetzt mal. Angesichts der Qualität der Ware erscheint mir das Angebot mehr als groß zu. Sie wissen, mit Frauenherzen umzugehen, was? Und wenn Sie Ihre Börse nicht ein wenig weiter öffnen, ist das auch alles, mit dem Sie umgehen. Wir werden uns sicher einig. Du würdest mehr verdienen, wenn du weniger reden würdest. Meine Lippen sind versiegelt. Aber nein, Schätzchen, das wäre gar nicht gut. Diese doppeldeutigen Gespräche hier, oh nee. Das gibt's doch nicht. Die sehen ja alle gleich aus, ne? Das sind alles Zwillinge. Und Vierlinge. Wilton Radcliffe. Kennen wir die nicht? Ja, wer ist da? Alice Little, Mr. Radcliffe. Ah, du bist zurück. Komm besser hoch. Achtung, Tür öffnen. Ja, ist immer zu Hause, aber nie zu sprechen. Er mag Klienten nicht. Ah ja. Interessant, Mr. Radcliffe. Was gibt's denn hier auch so schönes? Eine Uhr. Eine alte Schriftrolle aus... Moment, ich zoome mal an die Schriftrolle ran. Vielleicht... So. Dann nochmal X. Eine alte Schriftrolle aus Pergament mit Zeichen aus indischer Tinte. Radcliffe meint, Chinesen erfanden diese Tinte durch Mischen... von Ruß, Lampenöl, Eis, was? Eselhaut, Gelatine, Moschus. Er weiß erstaunliche Dinge. Okay. Sieht auf jeden Fall seltsam aus. Was ist das? Was? Moment. Ich muss hier zurückgehen. Radcliffe, der aus spannendem Dröges machen kann, sagt, die gebogene Klinge sei ein Meitō-Katana des 16. Jahrhunderts und die kürzere ein Wakizashi, beide Samurai-Waffen. Natürlich sind das beide Samurai-Waffen. Das sieht man doch! Wo Alice mit einem Katana oder Wakizashi aussehen würde? Xuan-Porzellan, meinte Mr. Radcliffe, ist der Höhepunkt der Ming-Dynastie. Wunderschöne Formen, die besten Farben und die dekoriertesten Dekors. Aha, interessant. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Nö. Sie interessiert sich wahrscheinlich für die asiatische Kultur. So. Radcliffe. Ein Hase! Der Arsch! Sie haben mein Kaninchen. Hast deine Manieren vergessen? Was wohl sonst noch? Du hast es in Rutledge zurückgelassen, meine Liebe. Das hatten wir doch schon. Beleidigt, wie üblich. Triefend vor Dünkel und wirren Vorwürfen. Ich hätte ihr Kaninchen gestohlen.
Lächerlicher Vorwand. Sie ist wieder wegen des Feuers hier. Das Einzige, worüber dieses verrückte Gör sprechen will. Laut meinem Bericht starb die Familie durch einen Unglücksfall. Sie will es nicht akzeptieren, kommt immer wieder mit ihren mörderischen Erinnerungen. Will unbedingt die Wahrheit erfahren. Wahr ist aber wohl, das Feuer brach in der Bibliothek aus, als die Katze eine Lampe umstieß. Eltern und Schwester wurden oben von den Flammen eingeschlossen. Ihre Schwester Lizzie schloss nicht mal die Tür auf. Starb im Bett. Dass die Katze schuld sein soll, macht sie rasend. Sie verneint es. Das macht keinen Sinn, kann nicht sein und so weiter. Stimmt. Ich hatte von Anfang an den Eindruck, Alice sei eine Pyromanin. Sie hatte diese Fixierung auf Feuer. Als ich einmal anmerkte, dass sie selbst vielleicht eine größere Rolle bei diesem Drama gespielt hat, bekam sie eine Art psychotischen Schub. Das ist ja nicht so gut jetzt unbedingt. Habe ich ihm den Kopf abgerissen? Ich wollte es. Nein, ich glaube, du bist wieder im Wunderland. Was von meinem Hirn übrig ist, wird explodieren. Ist es verrückt, für bessere Halluzinationen zu beten? Vielleicht ist es mein Schicksal, hier zu sterben. Bist du jetzt im Wunderland oder nicht? Alle bewegliche Habe verschwunden, nicht als Staub, Flecken und Tabakgestank. Keine Spur vom Bericht des Leichenbeschauers, geschweige denn vom Kaninchen. Verdammt! Ja, ich bin in der Realität, was man auch an den kurzen Haaren sieht. Oh, alles ist weg. Oh nee, die schöne Sammlung, oh nee, die ganzen schönen Sachen. Oh, das ist doch nicht, that's not true. That can't be true, oh nein. Könnten wir vorher nicht rein. Aha. Ah, vielleicht ist das Haus auch abgebrannt. Das könnte ich mir vorstellen. Da gehen wir gleich hin. Moment. Will ich hier noch... Hier ist Wasser. Okay. Und hier kommen wir doch auch raus, oder? Ne, die Tür ist zugenagelt. Wir müssen da lang. Das Haus sieht aus, als wäre es vielleicht auch abgebrannt. Ah ja. Die Tür hat sich auf mysteriöse Art und Weise verschlossen. Und es wird immer kälter. Alice, zieh dir was an, Mädchen. Es wird kalt. Wir sind im Wunderland. Wir sind im Wunderland. Ja. 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 Wunderland. Ja. Eindeutig. Wunderland. Brauchst mir nichts erzählen. Also, wenn das hier nicht das Wunderland ist, dann, bin ich hier irgendwo falsch. Da ist ja der Zug. Dieser verfluchte Verfall. Er zerstört das ganze Wunderland. Suchst du Zuflucht vor der bösen Welt? Vielleicht sehen die Dinge nur so aus, als wären sie die Hölle. Du bist kein guter Lügner. Und ich bin längst nicht so dumm. Aber eine etwas weniger katastrophale Welt wäre angenehm gewesen. Dieses komplette Desaster ist dein Werk und es wird noch schlimmer. Dein Zug folgt deinem höllischen Fahrplan. Tu etwas. Zeit wartet nicht. Die Veränderung hat eingesetzt. Dieser Zug versetzt mich in Angst und Schrecken, Katze. Such dir eine andere Aufgabe. Gibt es wirklich so wenig Hoffnung? Noch viel weniger. Und wenn die Angst dich lähmt, sind wir verloren. Ich glaube, ich weiß, was jetzt gleich kommt. Erstmal ein Kampf. Ah, guck mal, ein großer wieder. Ja, nee, den weiß ich aus. Au. Okay, denen bin ich nicht ausgewichen. Haben wir erstmal die Kleinplatte gemacht. Oh, nee. Wie gesagt, erstmal die Kleinplatte machen. Dann kommt der große dran. Okay. Komm auf deine blöden Bomben. Zack. Kriegst du einen von Latz geknallt, mein Freund. Von Latz kriegst du einen geknallt. Nee. Nee. Aua. Oh.
besieg ihn doch. Danke. Alice. Ach ja. Da war ja das. Oh ja, erstmal einen Zug nehmen. Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem ersten Schritt. Ein Schritt von der London Bridge könnte meine Reise beenden. Versagen als dein Vermächtnis. Ich hoffe, du seist mutiger. Ja, ein Schritt von der London Bridge kann niemals die Lösung sein. Hä? Geh weg. Geh weg. Oh! What do we have here? Eine Flasche. Oh, das war aber hart an der Grenze hier gerade. Der Stein muss mal her. Oh, das war knapp. So, zack, weg. Zack, auch weg. Alles klar. So. Okay. Und noch ein Zug. Kinder, macht das nicht nach. Das ist wahrscheinlich ungesund. Dieser schwadige Sims scheint nur so schwach und substanzlos wie dein Vertrauen in ihn. Er wird dich tragen. Vertrau dir. Ja, alles klar. Einer zugekifften Raupe zu vertrauen ist wahrscheinlich immer eine gute Idee. Das Beste, was man machen kann. So, da ist nochmal eine schöne Flasche, wo ich immer noch nicht weiß, wofür die eigentlich da sind. Aber ist ja auch erstmal wurscht. So, du Ding. Ah, okay, das ist Boden, auf den ich nicht gehen sollte. Gut zu wissen. So, aber hier gibt es ja noch nichts weiter. Dann fliege ich mal schnell hier rüber. Und dahin. Huch, das wäre ja fast schief gegangen. Okay, hier kommt gleich wieder ein Dicker raus. Wetten. Okay, was geht ab? Was bist du? Ah, ich erinnere mich, das ist ein Item. Aber was macht es? Daran erinnere ich mich nicht. T-Kanone. T-Kanone! Noch nie da gewesen. Brandneu! Hahaha, Wortwitz. Spontane T-Partys, vermiesen. Ein Volltreffer. Automatische Dampfkanone. Alles klar. Aus der verrückten Hutmacher-Manufaktur. Okay, was macht das? Ah! Die T-Kanone ist ein höchst propates Mittel bei Feindgruppen. Je länger ein Schuss aufgeladen wird, desto größer ist der Radius des Einschlags. Die T-Kanone kann schwache Strukturen aus der Ferne zerstören. Du kannst mit Mausrad aufwärts, aber abwärts zwischen Pfeffermühle und T-Kanone wechseln.